Was willst denn du eigentlich später mal arbeiten? Och, ich mache irgendwas mit Medien. Diesen Satz hört man relativ häufig bei jungen Leuten. Aber was heißt das eigentlich, bei den Medien zu arbeiten? Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Zum Beispiel der Job eines TV-Reporters besteht unter anderem darin, andere Menschen zu interviewen, Geschichten aufzudecken und natürlich darüber zu berichten. In letzter Zeit verändert sich aber anscheinend das Aufgabengebiet etwas und vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, wenn du Fernseh- oder Beiträge im Netz anschaust, einige Reporter filmen sich selbst, während sie ein bestimmtes Experiment mit oder an sich durchführen, über das natürlich später dann im TV berichtet wird. Solch ein experimentierfreudiger TV-Reporter ist heute mein Gast und wird uns über TV-Experimente und den Job beim Fernsehen erzählen. Jetzt, hierbei. Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast Thorsten Slegers, mittlerweile 50 Jahre alt und Punkt 12 Reporter bei RTL in Köln. Thorsten, du hast ja in deinem Beruf schon ganz viele Experimente gemacht. Gibt es denn irgendein Experiment, was du irgendwie abgelehnt oder abgebrochen hast? Abgelehnt eigentlich nicht, abgebrochen fast. Das war eines meiner Selbstexperimente. Wir hatten eine sehr schwierige Lawinenlage in den Alpen und da kam so die Idee auf, naja, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt wirklich mal in so eine Situation kommt als Skifahrer oder als Schneewanderer, da geht eine Lawine ab und man wird da erwischt. Also welche Möglichkeiten und welche Chancen hat man? Und vor allen Dingen die große Frage, die ich mir halt auch gestellt habe, wie reagiert man selbst in so einer Situation? Also verfalle ich da total in Panik? Hat man überhaupt noch den Kopf, zu denken, wie kommt man jetzt da raus? Und dann haben wir halt bei Punkt 12 beschlossen, okay, wir probieren das Ganze mal als Selbstexperiment, natürlich gesichert und natürlich nicht mit einer echten Lawine. Ich bin dann damals nach Wagrain ins Salzburger Land gefahren und habe da mit den Jungs der Bergwacht sowas gemacht. Die haben mich dann 25 oder 30 Zentimeter eingegraben im Schnee und zugeschüttet. Und man glaubt nicht, wie schwer das ist. Das ist wirklich wie einbetoniert, also wirklich nur mit diesen 20 bis 30 Zentimeter Schnee auf dem Rücken. Du hast keine Chance, dich in irgendeiner Form zu bewegen. Und ich hatte lediglich so eine kleine Höhle vom Gesicht, um eben auch sicher zu sein, dass ich Luft bekommen habe. Ich war in so einer Bauchlage. Da war auch eine kleine Kamera drin, die mich halt auch gefilmt hat währenddessen. Und ich war über Funk verbunden mit meinem Tonkollegen draußen. Und wir hatten vorher ausgemacht, pass auf, Jungs, wenn ich wirklich Panik kriege, dann sage ich euch über mein Ansteckmikro Bescheid. Dann macht bitte auf, ich will dann hier raus, weil es war so maximal 25 bis 30 Minuten angedacht und dann hätten die mich eh rausgeholt. Ja, und ich lag halt da drin und du verlierst halt wirklich jeden Bezug zur Zeit. Und obwohl ich Luft holen konnte, es ist sehr bedrückend, weil sobald der Schnee halt drauf ist, du hörst nichts, du fühlst nichts, du bist wirklich wie eins zementiert. Und beim Atmen, also man atmet automatisch natürlich ein bisschen heftiger. Und ich merkte immer, dass mit jedem größeren Atemzug der Schnee im Rücken mehr nachsackte. Das heißt, ich wurde im Grunde so langsam, aber sicher immer so ein bisschen komprimierter da Oh unten. Gott, oh Gott, oh Und Gott. irgendwann habe ich dann wirklich so diese Panik bekommen und habe dann in mein Mikro gesagt: Emanuel, bitte holt mich jetzt raus, es reicht. Ne? Es tat sich aber nichts. Und ich dann wieder: Jungs, hallo, ich möchte jetzt bitte raus. Ich glaube, wir haben tolle Bilder. Und ich könnte jetzt auch wirklich erzählen, wie das mit der Panik ist hier unten. Aber es reagierte wirklich keiner. Ich lag da fest und musste wirklich diese halbe Stunde ausharren, bis ich dann wieder befreit wurde. Und das war schon eine harte Sache. Aber das Verrückte daran war, als ich mir danach unser Filmmaterial angeschaut habe, war eben in der Tat dann mein Mikro ausgefallen. Das heißt, man hat immer ein Rauschen gehört, aber meine Stimme nicht. Das heißt, irgendwie muss dieser Funkkontakt gestört worden sein. Und das war schon eine Ausnahmesituation, wo ich dann auch erstmal durchatmen musste. Genau das will man nicht haben, ne? Mindestens in der Situation, dass das Mikro ausfällt. Nee, eigentlich nicht. Aber es war natürlich umso authentischer, weil natürlich habe ich als Reporter, verlasse ich mich auch drauf. Es ist auch noch zum Glück toi 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 nie was Schlimmes passiert. Aber verlasse ich mich natürlich drauf, dass in Situationen, die dann doch brenzlig werden, wir abbrechen können oder dass halt die Experten dazwischen gehen. Aber da war es einfach nicht möglich. Aber umso authentischer war natürlich nachher meine Reaktion. Und das war ein Erlebnis,
wo ich jedes Mal, wenn ich jetzt in Nachrichten sehe, Lawinenunglück, wirklich so mitfühle und mir vorstellen, mein Gott, das ist jetzt, ne, wenn sowas wirklich passiert, man kann da wirklich diese Panik total nachempfinden. Unglaublich. Wie kommst du auf die Ideen, solche Experimente durchzuführen? Ist es so, dass man sich abends mit Freunden irgendwo hinsetzt und was isst und da kommt man auf einmal plötzlich auf eine Idee? Oder ist da die Redaktion eingeweiht, man macht das in einem Brainstorming? Wie denkst du dir oder wie denkt ihr euch denn diese Experimente für die TV-Reportagen denn aus? Also es sind viele, viele eigene Ideen, wo ich auch Themen habe oder Situationen habe, wo ich denke, Mensch, das würde mich echt mal interessieren, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das bespreche ich dann mit meinem Teamleiter in der Redaktion und ja, entweder dann hopp oder top, aber ich sage mal, dass ich wirklich den Großteil meiner eigenen Ideen noch umsetzen darf. Das ist eben das Tolle bei den Punkt 12 Reportern, dass man sich da austoben darf und dass man viele Dinge wirklich auch angehen kann. Aber es gibt auch regelmäßig ja, Brainstorming-Runden oder Vorschläge von den Kollegen. Und ganz oft werden wir aber auch durch die Zuschauer inspiriert, weil die kennen natürlich auch unser Format und die regen dann auch schon mal an. Und ja, und dann gibt es natürlich, das wirst du auch kennen, Christian, natürlich diesen Spruch, die besten Ideen kommen beim Bier an der Theke. So ist es tatsächlich, ja, genau. Wenn ich dann mit Freunden unterwegs bin und mich unterhalte. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Ärzte in meinem Freundeskreis, dann redet man natürlich auch über viele Dinge, wie das Thema Schlafen, Thema Ernährung etc. Und da kommt man dann auch ganz schnell auf so Sachen, wo man denkt, Mensch, das wäre wirklich mal ein Fernsehexperiment wert. Thorsten, hilf mir ein bisschen. Ich habe so einen Eindruck, dass sich so diese TV-Landschaft so ein bisschen verändert hat. Früher war es ja so, dass die TV-Reporter ganz viele Gäste interviewt haben, sind zu Veranstaltungen hingefahren. Ich habe momentan gerade den Eindruck, vielleicht kannst du es widerlegen oder bestätigen, dass die TV-Reporter häufig mehr mit sich was machen, also ein Experiment agieren. Hat sich da eine Rolle von diesen TV-Reportern, also hat sich dein Job irgendwie verändert da in der Hinsicht? Naja, man muss da so ein bisschen differenzieren. Also es gibt natürlich einmal die Reporter, die, sage ich mal, so aktuell irgendwie unterwegs sind, die natürlich zu Ereignissen gehen, die Leute befragen, die Menschen interviewen. Und was wir machen beispielsweise, also in diesem Format von 12 Reporter, wo ich ja maßgeblich arbeite, das sind sogenannte Reportergeschichten. Das heißt, das sind längere Reportagen, in denen die Reporterin oder der Reporter, je nachdem, wer gerade unterwegs ist, selbst ein bisschen der rote Faden durch eine Geschichte ist. Und was wir eben da machen wollen, also ist jetzt zum Beispiel in Form der Selbstexperimente, wir möchten halt gewisse Dinge ausprobieren, stellvertretend für unsere Zuschauer. Dann gibt es aber natürlich auch ganz viele Geschichten, wo wir quasi helfen wollen, uns einschalten, wo Menschen in ja scheinbar ausweglosen Situationen sind und wir dann natürlich, wenn wir uns anschalten, so ein bisschen auch, na, ich sag mal, mit dem Pluspunkt der Medien und der Öffentlichkeit dann ganz oft aus ausweglosen Situationen doch wieder ja, was Positives rausziehen können und auch wirklich unsere Zuschauer da unterstützen können. Also da haben wir eine ganz gute Erfolgsquote auch mit. Und sowas fällt natürlich auch in meinen Job. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kannst du nach Geschichten loslassen im Kopf? Also ich weiß, als ich damals mit einem Radioreporter unterwegs war, hatte ich eine Situation mit einem Busunfall mit Schülern, die da verletzt wurden. Das hat mich echt tagelang festgehalten. Wie gehst du denn damit um? Hast du irgendwelche Geschichten, die du oder die dich länger verfolgen oder kannst du da für dich guten Cut bringen? Das ist in der Tat sehr schwer. Also ich bin sensibler, emotionaler Mensch, das muss ich sagen. Natürlich sagt man immer, natürlich muss man als Reporter eine gewisse Distanz wahren, aber das sagt sich immer einfach. In der Tat ist es oder in der Realität oft schwer. Also ich erinnere mich an eine Berichterstattung, wo ich über einen Doppelmord im Ruhrgebiet in Herne berichtet habe, wo ja, ein 9-jähriger Junge ermordet wurde auf eine ganz bestialische Art und Weise. Und da ist was ganz Komisches passiert damals, als das passiert ist. Ich habe da natürlich auch von gehört und ich sag mal, immer wenn irgendwas ist, wo Kinder zu Schaden kommen, Tiere zu Schaden kommen, das ist sowas, wo ich ganz schlecht mit umgehen kann, was mich wirklich immer sehr emotional trifft. Aber dann war es so, dass ich über Facebook angeschrieben worden bin von Bekannten der Eltern, deren Sohn ermordet worden ist. Und die fühlten sich damals so ein bisschen falsch verstanden in ihrer Stadt und hatten irgendwie das Bedürfnis, in der Öffentlichkeit einmal darüber zu sprechen, wie das alles so passiert ist und aus ihrer Sicht war. Und hatten dann über diese Bekannten gesagt, also es gibt eigentlich nur einen Typen, mit dem wir darüber reden würden, und das ist der Slegers von Punkt 12. Und da war ich erstmal wirklich in einer Situation, wo ich auch gedacht habe, boah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich Eltern gegenüber sitzen kann, die gerade ihren Jungen verloren haben. Ich bin ja auch Vater. Das war wirklich eine ganz, ganz schwere Entscheidung. Habe das dann aber doch gemacht, weil ich dachte, wenn ich dazu beitragen kann, dass die Eltern sich dadurch ein Stück weit befreiter fühlen und vielleicht auch ein Stück weit
besser mit ihrer Trauer umgehen können, dann machen wir das. Und ich habe denen zugehört und sie wollten das gerne öffentlich tun, weil man muss ja auch ganz klar sagen, jeder geht ja auch ganz anders mit seiner Trauer um. Die einen ziehen sich total zurück, die anderen möchten gerne darüber reden und denen tut eine gewisse Öffentlichkeit gut. Aber ich habe dann natürlich in diesem Gespräch Dinge erfahren, die niemals an die Öffentlichkeit gelangt sind, aber die eben so detailreich erzählt worden sind in dem Moment von den Eltern, dass ich wirklich nach diesen Dreharbeiten, mein Kameramann ebenso und mein Tonkollege, wir waren völlig fertig. Und mich hat es wirklich noch viele Wochen verfolgt einfach, ne, bis ich dann irgendwann so eine sachliche Distanz hatte. Aber es war wirklich das erste Mal, dass ich mit so einer schlimmen Geschichte auch konfrontiert wurde. Ja, wie hast du es denn verarbeitet? Habt ihr Psychologen bei euch im Team, die euch dann helfen? Ja, wir haben Psychologen, also die Möglichkeit hätte ich auch gehabt, den habe ich allerdings nicht in Anspruch genommen. Bei mir war es so, dass wir dann nicht nur einmal bei der Familie waren, sondern ich habe dann die Prozessbegleitung gemacht, also ich habe auch berichtet über den Fortgang dieser Geschichte damals, also dann war das Gerichtsverfahren, der Prozess und dann war der Tag, wo sie dann zum ersten Mal dem Mörder ihres Sohnes vor Gericht gegenüber saß, die Mama, und ich habe also mehrere Berichte gemacht und dadurch, dass ich einen sehr guten Draht zu der Familie hatte und wir wirklich auch, wenn die Kamera aus war, wirklich sehr gut miteinander reden konnten, war das irgendwann, ist es mir leichter gefallen, mit ihnen darüber zu sprechen und auch gewisse Fragen zu stellen, was einem anfangs natürlich unglaublich unangenehm ist, ja, bei der ersten Begegnung, obwohl sie ja die Öffentlichkeit wollten, aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten damit, gewisse Fragen zu formulieren, weil man will natürlich so sensibel wie möglich vorgehen, aber je öfter wir uns dann gesehen haben und auch darüber berichtet haben, gedreht haben, desto einfacher ist es uns dann gefallen und da habe ich dann eben auch gelernt, damit umzugehen, weil ich ja auch den Prozess gesehen habe, wie sie selbst das versuchen zu verarbeiten. Sie waren in psychologischer Behandlung und man hat auch gemerkt, die Familie wird wirklich professionell betreut, um mit diesem schweren Verlust umzugehen. Ja, also vergessen kann man sowas nie, aber man lernt es halt, damit umzugehen. Und das war für mich dann auch so ein Stück weit Mitverarbeitung. Und ja, für mich war es dann irgendwann okay. Also ich konnte dann wirklich auch für mich selbst sagen, okay, nee, das ist jetzt in Ordnung, so wie es ist. Und ja, konnte damit leben. So. Wir haben ja eben so ein bisschen kurz über deinen Job auch gesprochen. Ich würde gerne mal von dir wissen, so die Fernsehlandschaft oder das Fernsehverhalten der Zuschauer verändert sich ja so in Zeiten von Streaming-Anbietern. Jeder kann das gucken, was er will, zu der Zeit, wann er es will. Früher gab es diese Fernsehzeitschrift, da stand ganz klar drin, wann welche Sendung kommt. Hast du auch so eine Veränderung bei dir gemerkt, dass sich da irgendwas verändert bei den Zuschauern, was auch vielleicht Konsequenzen für deinen Beruf, für deinen Job mit sich bringt? Also erstmal glaube ich, Reporter wird es immer geben, solange es Nachrichten und Magazine gibt, ob nun im Fernsehen, ob online, wie auch immer. Aber man bemerkt natürlich eine große Veränderung, die ich aber als sehr, sehr positiv empfinde. Also ich habe schon vor vielen Jahren zum einen Experiment gemacht, daran, glaube ich, kann man es ganz gut erklären. Da habe ich eine Woche lang online gelebt. Ich war also in einem Apartment in Köln und während dieses Experiments, es wurde auch überwacht, durfte ich diese Wohnung nicht verlassen, sondern habe ausschließlich online kommuniziert. Also ich habe mir auch die Pizza online bestellt und eine Kreditkarte gezahlt und der Bote hat es vor die Tür gestellt, um zu gucken, wie ist das, wenn man jetzt so gar keinen richtigen sozialen Kontakt hat und alles online macht. Und da gab es eine Webcam auch bei uns und ich habe mehrfach täglich mit den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Usern gechattet. Und das war im Grunde komplett parallel online auch diese Geschichte. Und das hat mir schon damals wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nur ist es so, dass man ja auch heutzutage, wenn man mal jetzt im, ich sag mal, Anführungszeichen normalen Fernsehprogramm eine Sendung verpasst, bei RTL haben wir TV Now, wir haben RTL.de, also man hat ja die Möglichkeit, sich Sendungen oder gezielt Beiträge rauszusuchen und dann anzuschauen, wenn man halt die Zeit hat. Und bei uns ist es ganz einfach so, die Beiträge, die wir fürs Fernsehen produzieren, die sind gleichzeitig auch für online. Oder ich starte beispielsweise morgen ein neues Selbstexperiment, wo wir von Anfang an das auch online begleiten. Das heißt, schon während der Dreharbeiten machen wir einen Instagram-Takeover auf dem Punkt-12-Feed. Ich werde in den Stories quasi einen Einblick hinter die Kulissen geben. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und man kann natürlich dadurch auch noch ein viel engeres Verhältnis zu den Zuschauern und Usern bekommen und ist ja noch viel interaktiver. Und von daher finde ich, oder sagen wir mal so, freue ich mich eigentlich darauf, dass diese verschiedenen Plattformen wirklich so miteinander verschmelzen, weil man dadurch natürlich nochmal viel breiter gestreut ist und viel mehr Möglichkeiten hat in Zukunft. Spannende Geschichten von Thorsten Slegers und spannend geht es auch weiter, nämlich im zweiten Teil dieses Interviews. Da geht es dann um die TV-Pannen von Thorsten. Was hat er erlebt? Was ist ihm schon mal schiefgegangen? Wie er mit Lachflashs umgeht? Und wie ist es eigentlich, wenn man in der Öffentlichkeit als öffentliche Person erkannt wird? Ist es immer positiv oder schwappt ihm da vielleicht auch negative
Sachen entgegen. Darüber wird Thorsten erzählen. Und ich habe Thorsten gefragt, ob er überhaupt noch ganz normal TV schauen kann oder sich nicht bei jedem News- oder TV-Beitrag hinterfragt und sagt, ah, das hätte ich anders gemacht. Also ganz viele spannende Sachen noch im zweiten Teil hier bei Beredet, diesmal mit Thorsten Slegers. Mein heutiger Gast im Teil 2 des Interviews der Podcast-Reihe Beredet ist Thorsten Slegers, RTL.12-Reporter. Und im ersten Teil hat er schon so ein bisschen erzählt von verschiedenen TV-Experimenten, die er vollzogen hat. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter und wollen mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Was passiert denn eigentlich bei Lachkrämpfen? Wie geht er damit um? Welche Pannen sind ihm schon passiert? Und mehr Geschichten jetzt hier bei Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast Thorsten Slegers, mittlerweile 50 Jahre alt und Punkt 12-Reporter bei RTL in Köln. Ich habe ja im Vorfeld des Interviews auch online aufgerufen, Fragen an dich zu stellen, die wir an dich weiterleiten. Und eine Frage kam, du bist ja natürlich eine Person des öffentlichen Lebens, deswegen wirst du ja wahrscheinlich auch öfter auf der Straße erkannt oder irgendwo, wo du unterwegs bist. Wie sind so die Reaktionen, wenn die Leute auf dich zukommen? Ist das für dich immer noch so ein Status, wo du sagst, ich bin froh, dass mich Leute ansprechen, oder welche Situation nervt es, oder hast du vielleicht auch Aggressivität erfahren? Nee, zum Glück nicht. Also ich ich bin ein sehr offener und kontaktfreudiger Mensch und ich habe mich immer total gefreut, wenn Leute auf mich zukommen. Also ich mache das ja nur auch schon seit über 20 Jahren beim Fernsehen und damals, ich habe angefangen mit den Nachrichtenmoderationen damals im Regionalprogramm RTL West in NRW. Da war es natürlich erstmal eine Umgewöhnung, wenn man vom Radio kommt, wo die Stimme sehr bekannt ist und dann auf einmal das Gesicht in die Kamera hält. Klar ist es erstmal ungewohnt, wenn man dann im Supermarkt erkannt wird, auch wenn man dann ungeschminkt durch die Gegend rennt. Wobei bei Männern fällt es ja eh nicht so auf, ne? Abgeschminkt oder ungeschminkt. Aber ich fand es immer sehr, sehr schön. Also das ist dann, sag ich mal, sehr, sehr viel mehr geworden, als ich dann angefangen habe, damals bei Punkt 12 den Wettermann zu machen. Da ist so die Popularität schon gestiegen, das hat man gemerkt. Aber ich fand es immer toll, wenn die Leute mich direkt angesprochen haben, weil ein schöneres und ehrlicheres Feedback gibt es ja auch nicht. Und für mich, ich meine, ich mache ja nun mal Programme für die Menschen, die Fernsehen schauen. Mhm. Und dann so im direkten Austausch zu sein, ist immer total nett. Die Leute sagen doch, wenn sie irgendwas doof fanden, aber eben auch auf eine nette Art und Weise. Damit muss man auch umgehen können. Aber genervt war ich noch nie und mich hat auch noch nie jemand blöd angemacht. Also im Gegenteil, das waren immer sehr nette Begegnungen. Also auch wenn ich freitagsabends hier in meiner Stadt unterwegs bin, das ist eine kleinere Stadt, dann kennen einen natürlich die Leute, man kennt sich und dann wird man auf das angesprochen, was so in der letzten Woche im Fernsehen gelaufen ist oder so, ist immer total nett. Aber wirklich bislang nur positive Erfahrungen. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. Ich denke schon. Eine zweite Frage, wenn sie nicht gekommen wäre, hätte ich sie dich auch gestellt, weil das ist natürlich das, was Leute immer gerne gucken, wenn irgendwelche Pannen passieren. Zumindest bei mir beim Radio war das auch, ich wurde auch mal gefragt, was war deine schlimmste Panne, die ich hatte. Was war denn deine? Die Frage kam tatsächlich, die würde ich an dich weitergeben. Was war deine kurioseste, schrägste, vielleicht schlimmste, unangenehmste Panne, die du bis jetzt erlebt hattest? Also ich sag mal, es gab eigentlich gab es zwei, die eine hatte der Fernsehzuschauer nicht mitbekommen, die zweite schon. Die erste, da war ich Nachrichtenreporter und saß mit meiner Kollegin damals im Nachrichtenstudio und als ich die Nachrichten vorgelesen habe, dann laufen ja manchmal Bilder, ohne dass der Moderator zu sehen ist, die sogenannten Off-Matzen. Und wir hatten im Studio einen Tontechniker, der oft sehr müde war, weil keine Ahnung, weil er schon irgendwie eine lange Schicht hinter sich hatte oder doch, ich weiß es nicht warum. Auf jeden Fall, der saß immer, der hatte die Angewohnheit, auf einem großen Eimer zu sitzen, wo unser Papier reingekommen ist, fürs Altpapier. Und der war an dem Tag der Sendung unglaublich müde. Und ich hatte also gerade die Nachrichten gelesen, es liefen gerade Bilder rund, dass wir zu sehen sind. Und der Kollege schläft ein und sackt mit dem Hintern zuerst in diese Tonne und richtig rein. Und man sah im Grunde nur noch Kopf, Arme oder sagen wir mal Hände und ein paar Füße. Und der steckte wirklich in dieser Tonne fest. Und ich habe das aus dem Blickwinkel gesehen. Meine Kollegin hat sich schon weggedreht und hat sich wirklich schon Nase und Mund zugehalten, weil sie so pusten und lachen musste. Und ich habe dann nur aus dem Blickwinkel gesehen, wie sie den Kollegen samt Tonne aus dem Studio rausgezogen haben. Und das war für mich, ich dachte, ich erstick gleich. Also da wirklich ernst zu bleiben. Irgendwie haben wir es geschafft, aber es war wirklich eine Herausforderung. Und die zweite Panne, die aber dann wirklich so über den Sender gegangen ist, da war ich im Zoo in Duisburg und sollte über ein kleines Kamelbaby berichten. Das war anfangs total schüchtern und ist nichts, also ich muss sagen, ich liebe Tiere und habe einen guten Draht dazu, aber war immer so ein bisschen auf Abstand und bei der Mama und ich sollte mich dann auf einen Baumstamm setzen und erstmal ein bisschen was erzählen. Und in dem Moment, wir waren live, als dann das Rotlicht der Kamera anging,
nimmt dieses Kamelbaby Anlauf und springt mir wie so ein Hund auf den Schoß und also wirklich mit Ansage und Anlauf und hängt wirklich so auf mir und fängt an, mich von oben bis unten abzuschlecken. Also war wirklich wie so ein Hund, der sich freut, dass man nach Hause kommt, hatte ich auf einmal so einen kleinen Kamelbullen auf dem Schoß. Und ich musste so lachen, weil der hat mich so ein Stück weit nach hinten geworfen. Ich lag quasi mit dem Rücken auf diesem Baumstamm, Kamel über mir und habe versucht, währenddessen zu reden. Das Bild hat gewackelt, weil meine Kamera so lachen musste und unsere Moderatorin Katja Burkhardt hat im Studio den Nachflash bekommen. Also das war natürlich eine herrliche Situation. Und wir waren dann Jahre später in diversen Ranking-Shows, wo es um Pannen geht, immer unter den Top 10 und ich weiß einmal bei Vox sogar Platz 1. Und das auch viele, viele Jahre danach. Mittlerweile ist dieser kleine Kamelbulle als ausgewachsener Zuchtbulle in irgendeinem Zoo in Holland. Ich glaube, der müsste mittlerweile 8 oder 9 Jahre alt sein. Du hast aber keine Patenschaft übernommen. Nee, aber Patenschaft habe ich für andere Tiere übernommen, über die ich berichtet habe. Okay. Wie gehst du mit Lachflash um? Hast du so einen Insider-Tipp, wie man quasi den Lachflash wieder runterfahren kann? Weil ich weiß, beim Radio, wenn ich einen Versprecher hatte oder ich hatte einen Lacher drin, ich musste abbrechen. Also ich habe es regelmäßig nicht geschafft, irgendwelche Lachflashs zu unterdrücken. Wie war es bei dir? Ja, also es ist schon schwer. Also es ist wirklich schwer. Es ist vor allen Dingen dann natürlich unglaublich unangenehm, wenn es dann um ein ernstes Thema danach geht oder so. Das war ja bei den Nachrichten oft der Fall. Aber dann, ich muss sagen, bei den Nachrichten ging es gerade deshalb wieder, weil da muss man sich einfach ins Gedächtnis rufen, pass auf, was jetzt kommt, ist nicht witzig, reißt sich zusammen. Mhm. Aber so bei einem normalen Dreh, also wo man in einem Thema gerade drin ist und da ist ein Lachflash, dann lasse ich den passieren. Es geht dann noch nicht anders. Ne? Nur ist es bei den Geschichten, die ich gerade mache, diese sogenannten Reporter-Geschichten, ist es ja ohnehin so, dass die nicht live sind. Wir zeichnen diese Sachen ja auf. Und wenn ich da einen Lachflash kriege, dann gut, dann kann man sich entscheiden, kommt jetzt, schneiden wir den mit rein, weil es vielleicht gerade passt. Aber meistens werden die Pannen dann natürlich nicht in der Reportage geschnitten, weil sie in dem Moment ja auch keinen Sinn machen würden, weil der Zuschauer weiß ja nicht, warum ich jetzt auf einmal anfangen würde zu lachen. Hm. Thorsten, bei uns im Radio gibt es so einen inoffiziellen Giftschrank, wo quasi so alle Pannen der Kollegen reinkommen. Gibt es das bei euch beim Fernseher eigentlich auch, dass ihr die Sachen sammelt? Ja, gibt es. Ich sag jetzt nur nicht wo, sonst kommen Kollegen noch auf die Idee, irgendwie meinen Schrank aufzubrechen. Nein, es gibt in der Tat sowas. Also ich habe verschiedene Selbstversuche gemacht zum Thema Alkohol. Ich habe geguckt, wie ist das betrunken, auf Skiern zu fahren. Also man muss dazu sagen, auch immer auf abgesicherten Pisten und unter Aufsicht. Ich habe mit dem ADAC einen Versuch gemacht, ab welchem Grad Alkohol oder ab welcher Promilleanzahl das Autofahren gefährlich wird. Natürlich auch alles abgesichert auf einem eigenen Areal. Und da war es in der Tat so, dass ich so hackendicht war nachher beim Reinparken, dass ich so ein dummes Zeug geredet habe. Ja, also das war wirklich teilweise auch unter der Gürtellinie, glaube ich. Ne? Ich habe dann auch an dem Tag wirklich nur einen Kameramann mitgenommen, mit dem ich wirklich sehr gut befreundet bin, wo ich weiß, okay, das bleibt unter uns. Und er hat mir dann auch gesagt, am nächsten Tag, als ich wieder wirklich nüchtern war, Thorsten, guck dir bitte das Material in Ruhe an, aber bitte alleine. Und als ich das dann gemacht habe, ich bin ihm auf ewig dankbar. Und da sind dann wirklich diverse Aussagen. Das heißt nichts super Schlimmes, aber es wäre mir doch äußerst peinlich gewesen, wenn das dann irgendwer gehört oder gesehen hätte. Und das sind dann schon so Sachen, die hat man dann schon mal vorsichtig zur Seite geräumt. Thorsten, schaust du denn eigentlich TV-Beiträge anders als der Zuschauer vom Fernsehen? Ich meine, du hast ja natürlich einen Einblick, wie produziert man, wie geht man in die Vorrecherche, wie führt man Interviews, wie schneidet man, was steckt alles dahinter? Kannst du eigentlich noch Fernsehen ganz normal gucken, ohne immer jedes Mal einen Beitrag zu hinterfragen, oh, das hätte ich aber anders gemacht, der Cut war aber blöd. Bist du da unabhängig oder nimmt dich das doch irgendwie mit? Das steckt in der Tat drin. Also es ist ganz oft so, wenn ich Beiträge angucke, auch bei den Kollegen anderer Sender und Formate, dann sitze ich so auf dem Sofa und sage meiner Frau, ach, das haben sie mal wieder am Handy gedreht oder hier, der Kameramann hätte auch mal ein Stativ nehmen können oder ist mir zu wackelig, dieses Hin- und Her-Gesummen macht mich wahnsinnig. Man guckt es natürlich schon mit einem kritischen Auge, aber ich habe auch ganz oft, dass ich sage, wow, das haben sie aber toll gemacht. Also es gibt ja auch viele Gesundheitssendungen, wo es um das Thema Ernährung geht, Bewegung, also auch wo Ärzte involviert sind, Protagonisten involviert sind, die wirklich wahnsinnig toll und schick gemacht werden. Ja, also bei den Kollegen des Öffentlich-Rechtlichen gucke ich da so ein, zwei Sendungen, die mir sehr gut gefallen, wo ich sage, wow, also das ist wirklich auch Hochglanz, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also es gibt solche und solche, aber ich glaube, das ist auch ganz normal und das ist ja auch das Schöne, dass man so ein bisschen vergleichen kann. Aber so ganz objektiv gucken kann ich eigentlich nicht mehr. Nee. So geht es mir leider beim Radio auch. Also ich kann Radio nicht mehr so hören, wie ich es vor meiner Tätigkeit beim Radio gemacht habe. Aber ich glaube, das ist ein Effekt, auf den müssen wir uns wahrscheinlich einfach einstellen. Du hast in deiner Radiokarriere beim Fernsehen ja ganz, ganz viele Interviews schon geführt. Aber gibt es irgendeine Person, die du vielleicht noch nicht interviewt hast und die du gerne mal interviewen würdest?
Ja, gibt es in der Tat und das ist Thomas Gottschalk. Das Witzige ist, ich habe ja damals beim Radio in Luxemburg, habe ich die Sendung Guten Morgen Deutschland moderiert, bundesweit im Radio und war ja in dieser Riege, wo Thomas Gottschalk ja einer der bekannten Vorgänger war damals, auch in den Anfängen von Radio Luxemburg oder ja, ich sag mal, in der Hochzeit von Radio Luxemburg. Und ich habe ihn dann einmal kurz getroffen auf einem Event in Köln. Da habe ich aber gerade Hugo Egon Balder interviewt und Thomas Gottschalk ist quasi so unter die Mikrofonschnur durchgetaucht, hat gesagt: Moin Jungs, ich muss mal kurz in die Garderobe. Das war's. Und im Nachhinein dachte ich: Mensch, hätte ich den mal kurz ausgebremst, ne? Weil das wirklich jemand ist, der ja für mich, ja, was heißt Vorbild? Also ich finde es einfach einer der ganz, ganz Großen, der wirklich auch Situationen unheimlich gut meistert auf der Bühne, der wirklich mit ganz viel Charme und Menschlichkeit begeistert hat immer. Und das wäre wirklich ein Mensch, dem ich gerne mal gegenüber sitzen würde und mal so ein bisschen über seine Karriere sprechen würde. Ja, doch. Wie würde denn die erste Frage lauten, die du ihm stellen würdest? Ja, das ist in der Tat eine ganz schwierige Frage. Puh, also ich glaube, aktuell wäre so meine erste Frage, ob er nochmal Wetten, dass macht. Ja. Wahrscheinlich wird er es nicht tun, weil es wahrscheinlich jetzt ad acta ist, aber das war sowas, wo ich schon sagen würde, das war so eines der größten Dinge am deutschen Fernsehen. Und da war er eigentlich der Mann, der da reingepasst hat. Und das war ja wirklich eine Sendung, die jung und alt gesehen hat. Aber ich glaube auch so einfach was mich auch sehr bei ihm interessieren würde, wie er jetzt so damit umgeht. Also ist ja dann recht ruhig um ihn geworden. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie er damit umgeht, weil viele Kollegen aus Radio und Fernsehen, die ja wirklich ganz, ganz lange noch ganz, ganz viel machen, er ist ein bisschen jetzt in der Versenkung gerade so verschwunden. Man hört nur noch hin und wieder ein bisschen was. Und da würde mich mal sehr interessieren, wie geht es ihm dabei? Ist das jetzt irgendwie eine Erleichterung, zu sagen, ich habe jetzt ein tolles Leben auf der Bühne vor der Kamera vom Radiomikrofon gehabt und ja, fahre jetzt mal ein bisschen runter? Oder ist es dann doch so, dass es vielleicht doch wieder vermisst? Ja, weil ich meine, wir alle denken ja mal weiter, was ist in 20, 30 Jahren, wenn wir mal irgendwo vielleicht an dem Punkt sind, zu überlegen, so, gehen wir jetzt in Rente mit Konsequenz oder machen wir vielleicht doch irgendwas weiter, weil das ja wirklich ein Beruf ist, der nicht nur Beruf ist, sondern bei mir war es ja auch das Hobby früher, wo man wirklich für lebt ein Stück weit. Also das würde mich mal interessieren, wie da so seine Sicht der Dinge ist. Konntest du nachvollziehen, dass er damals nach dem Unfall mit dem Samuel Koch quasi gesagt hat, ich höre auf, ich mache das nicht mehr? War das für dich auch so ein richtiger Zeitpunkt oder hättest du dir gewünscht, dass er quasi über diesem Unfall steht und das trotzdem weiterführt? Ja, das ist schwer zu sagen, ne? Weil man hat ja nun nicht, es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt vorm Fernseher sitzt, wo man ja auch sehr geschockt war, als es passiert ist, oder man sitzt halt wirklich da hautnah dabei und sieht eben, wie ein Mensch so schlimm verunglückt und am Boden liegt. Also ich konnte es total nachvollziehen und ich finde, man musste seine Entscheidung damals auch also respektieren. Ich fand es dennoch sehr schade, dass er aufgehört hat, aber ich glaube, da kann man gar nicht so urteilen als Außenstehender, weil da geht ja in jedem Menschen was ganz anderes vor. Und wenn du sowas Schlimmes erlebst in einer Sendung, für die du dein Gesicht hinhältst, dann hat man vielleicht auch die Angst, boah, wir haben schon so viele Jahre Glück gehabt, jetzt passiert sowas Schlimmes, ich will das nicht nochmal erleben. Und von daher kann ich das schon verstehen. Aber für mich war es damals auch sehr, sehr schade, weil Wetten, dass war so immer von Kind an ja auch irgendwie eines der Highlights für mich Absolut. in Und das Sachen waren noch Sachsen-Anhalt. so Fernsehshows mit Geld oder Liebe, Traumhochzeit. Ich fand, das waren keine TV-Shows, wo irgendwelche Leute vorgeführt wurden oder schlecht gemacht wurden. Das war einfach noch Unterhaltung, oder? Geht mir auch so und ja, doch, auf jeden Fall. Also es war auch so ein bisschen, man konnte halt mitfiebern und die Art und Weise, wie die Sendung gemacht war. Ich meine, da stecken ja auch wirklich gute Macher dahinter. Frank Elstner mit seiner Idee, Ja, der ist ja absolut. eh wirklich auch früher schon zu den Radiozeiten in Luxemburg mit wahnsinnig vielen Ideen um die Ecke gekommen ist. Also mir haben die Kollegen damals beim Radio Luxemburg auch immer erzählt, dass Frank Elstner tagtäglich mit einer Vielzahl von Ideen um die Ecke kam und wirklich so kreativ war. Und man hat es einfach auch gemerkt, gerade auch bei diesen Sendungen, da steckte wirklich ganz viel Liebe drin und da war wirklich so in erster Linie irgendwie auch so das Ziel, wir möchten die Menschen unterhalten, wir wollen gemeinsam Spaß haben und das hat sich total vermittelt alles. Aber warum schaffen wir es heutzutage nicht mehr? Ich meine, wenn wir mal so in die Fernsehlandschaft gucken bei den TV-Unterhaltungsshows, es ist ja oft Casting, Gesangscasting oder Shows. Aber ich finde, so eine Show wie damals, die fehlt uns doch ein bisschen, oder?
Also ich vermisse das auch so ein bisschen. Ich glaube aber, das ist ganz einfach eine Generationsfrage. Also wenn wir heute mal schauen, wir haben natürlich YouTube, wir haben verschiedene Apps, in denen man versuchen kann, selber zu singen. Man inszeniert sich ja heutzutage, kann sich ja jeder inszenieren, in irgendeiner Form online präsentieren. Und es ist auch so, ich merke das selber auch, dass also wahnsinnig viele junge Menschen irgendwas in den Medien machen möchten. Ich werde das ja auch von jungen Menschen angesprochen. Wie wird man ein Reporter? Ich würde gern zum Fernsehen. Also das Interesse ist natürlich sehr, sehr groß. Und natürlich kommt das ein Stück weit auch durch Castingshows oder Formate, in denen man eben entdeckt wird unter Umständen. Aber ich glaube auch, dass die Generation, die jüngere Generation sich das auch wünscht. Und ich glaube, mit diesen Formaten, wie sie zu meiner Kindheit, Jugend oder so gelaufen ist, ja, nur auch schon ein bisschen her, glaube ich, wird es wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so funktionieren. Wenn man sich diese Shows auch mal anguckt, also alleine so die Mache, das ging ja doch relativ ruhig zur Sache. Ja, da waren meine Kameraeinstellungen irgendwie 2 Minuten auf einem Talkgast oder auf dem Moderator oder hat eine Totale gezeigt. Von irgendeiner Wette beispielsweise, um jetzt beim Thema Wetten, das zu bleiben oder so. Und heutzutage hat man natürlich ein viel schnelleres Bild. Ja. Also es ist mehr Schnitte, es ist mehr Effekte, es ist Musik, es ist Licht. Es ist, ja, wenn man es jetzt mal böse sagt, hektischer geworden. Aber das ist der Lauf der Dinge. Alles verändert sich, das ist ganz klar. Ne? Aber manchmal sehne ich mich dann auch nach so einer schönen, gemütlichen Samstagabendshow zurück. Thorsten, vielen Dank für das Gespräch. Dass du dir Zeit genommen hast, so ein bisschen so einen Einblick zu geben in deinen Beruf, in deinen Job als Reporter, was dir so alles widerfahren und passiert ist. Und man merkt, du hast immer noch die Begeisterung da und du lebst und du brennst für diesen Job, ne? Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt schon so lange bei Punkt 12. Bei mir ist es wirklich so, dass dieses Team einfach großartig ist. Und das ist einfach so, ich sage immer, das ist ein bisschen auch Family-Feeling, weil wir eben schon so viele, viele Jahre zusammenarbeiten und uns so viel trauen dürfen und da quasi so, ja, unseren Ideen auch keine Grenzen gesteckt werden. Und das ist für mich einfach toll. Und da fühlt man sich auch ein Stück weit jung, obwohl man eigentlich schon zu den Älteren gehört. Vielen Dank für dieses Interview, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über deinen Beruf, über das, was hinter den Kulissen so ein bisschen passiert, zu sprechen. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wenn dir der Beitrag gefallen hat, egal wo du ihn gerade gehört hast, bei Spotify, bei Instagram, bei iTunes, bei Facebook, Twitter, in Verlinkung oder sonst irgendwo, hinterlass gerne ein Like und oder auch ein Abo. Da würde ich mich persönlich sehr freuen oder kommentiere das Ganze auch. Vielleicht hast du noch weitere Fragen an Thorsten, die er vielleicht noch online beantworten kann. Also, wir freuen uns auf die nächste Folge von Beredet und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleib neugierig